Moin moin und willkommen zurück zur nächsten Folge von Prison Architect Alpha 27. Wir sind jetzt hier in der vierten Folge und haben eigentlich soweit das Gefängnis fertig. Ich schalte mal auf schnell und warten nun auf die ersten Gefangenen. Ich überlege gerade, ob wir das Geld, was wir momentan haben, nutzen, um dieses Stück Mauer noch fertig zu bauen. Oder einfach den Zaun erstmal lassen. Wir lassen den Zaun erstmal. Aber wir können schon mal hier die Wege bauen, um die Leute schneller auf dem Grundstück langlaufen zu lassen. Das haben wir hier mit Materialien. Und zwar nehmen wir Betonplatten für draußen. Dort lang. So, ich glaube, ich habe alles. Nichts vergessen? Nö. Also das hier? Weiß man nicht. Ja, passt eigentlich. Dann haben wir schon mal die... Ach ja, wir müssen die Planung jetzt wieder hier entfernen. Das wird leider nicht mit entfernt. Vielleicht wird das nochmal mit geändert. So. Jetzt das Stück auch noch. Dann passt das. Montag haben bis Mitternacht. Was ist das denn hier? Hab ich denn da geklickt? Hast du noch mehr davon? Nö, das war's. Mehr wird nicht. So. Jetzt haben wir zwei Wachen. Wir haben jetzt 1 Uhr. In 6 Stunden, knapp 6,5 Stunden, werden die ersten 9 Insassen angeliefert. Der Kategorie Normal. Wir brauchen insgesamt 5 Aufgaben ohne Wache, um das Geld zu bekommen. Ich würde sagen, die 3 Wachen stellen wir auf den ein, was ich 2 Stunden bevor die Insassen kommen. Dann haben wir auch diesen Punkt erfüllt und können die nächste. Mir fällt das Wort immer nicht ein. Die nächste Subvention, genau, die nächste Subvention annehmen. Da haben wir einen Turm drin. Ach ja, wir wollten ja noch hier die Mauer verlängern, weil das einfach dämlich aussieht. Das können wir ja mal machen. Genau. Nee, ich hab's nicht. Machen wir es so. Vielleicht hätten wir die bis einfach einmal runter sitzen sollen, aber dann ist es ja auch wieder nicht symmetrisch mit hier oben. Ja. 12.500 Euro haben wir noch. Vielleicht können wir ja den Gemeinschaftsraum mal angehen. Den können wir ja hier oben so hinsetzen. Der muss ja nicht sonderlich groß sein. 2 Stunden bis die Insassen kommen. Dann stellen wir mal unser Personal ein. 1, 2, 3. Dann haben wir auch das fertig, bekommen noch eine 10.000 Subvention. Geht natürlich massiv unser tägliches Einkommen runter, aber das steigt gleich, wenn wir die Insassen in 1,5 Stunden bekommen. Kann ich mal in die Forschung schauen, denn ich würde als nächstes gerne jetzt in die Richtung der Stationierung Patrouillen und Schmuggel gehen. Dafür brauchen wir den Sicherheitschef und dafür brauchen wir die Sicherheit. Und zwar, wir schalten damit den Sicherheitschef frei. Er wird dir stets einen Bericht zur aktuellen Gefahrenstufe in deinem Gefängnis liefern. Recht praktisch, um Ärger im Voraus zu ahnen. Das gehen wir jetzt mal an. Da hat der Gefängnisdirektor auch mal wieder was zu tun. Und läuft nicht nur faul in seinem Büro durch die Gegend. Noch 30 Minuten, bis die ersten Insassen kommen. Dann gehen auch die Tore zu. 15, 14, 12, 10. 8, 6, 5, 4, 2 und zack,
21 Insassen. Ja, genau. Das habe ich anders gesehen. Wollen wir nicht. Hier haben wir unsere 9 Insassen. Oh, einer in Weiß. Hurricane Johnson. Eine Besonderheit. He was sick and tired of always being overlooked. Komm mal. So he decided to put this to an end. He went up to his mother-in-law's and promptly began to strangle her while repeatedly saying, hush, hush. That's so true. And they found him drunk with power and a deep lust for blood, verteilt für 4 Jahre für malignant disorder. Ach ja, hasch, hasch. Kann man doch nicht. Ach ja, was ist er denn? Der Johnson. Der war's nicht. Hä? Ist blöd. Hat er nicht eben noch was Weißes dran gehabt? Weiß. Jetzt hat er plötzlich dann doch was Richtiges an. Hasch, hasch. ja. Damit haben wir nichts zu tun. Ihr fangt an zu kochen. Wunderbar, weil bald ist Essenszeit um 13 Uhr. Ja, hier werden wir auch nachher noch viel optimieren. Ja, weil dann ja auch nachher noch die Arbeit dazu kommt, wenn der Psychologe kommt und so weiter und so fort. Momentan aber können wir es so lassen, wie es ist. Man merkt jetzt, wo der Betrieb am Laufen ist, sind auch dann die Räume abgedunkelt jetzt. Wo kein Personal drin ist. Weder Besucherzimmer, das Lager. Und so weiter. Büro, Duschraum. Momentan können wir auch noch keine. Ich muss immer an Hasch, Hasch jetzt denken. Komme ich jetzt gar nicht drüber hinweg. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, wir müssen dann auch irgendwann bei der Forschung demnächst, wenn wir die ihn freigeschaltet haben, auch dann hier Stationierung und Patrouillen freischalten, damit wir sowas dann auch immer im Blick halten. Dann können wir nämlich eine Wache immer hier patrouilliert lassen, der hier seine Runden zieht. Und dann haben wir das eigentlich immer im Blick, was hier passiert. Solange wir noch keine Videokameras haben. Und das wird noch eine Weile dauern, bis das soweit ist. 3, 6, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da ist der 9. Der hat sich da in dem Dunkeln versteckt. Was wir natürlich jetzt noch nicht gemacht haben, ist, was mir gerade einfällt, wir haben keine Metalldetektoren aufgestellt. Das habe ich ganz vergessen jetzt. Das heißt, die können jetzt alles schon reingeschmuggelt und in den Betten, Toiletten versteckt haben. Ihre ganzen Sachen, die sie mitgebracht haben. Ich möchte jetzt aber auch ungern schon eine Razzia veranstalten. Wir wollen sie ja nicht noch jetzt schon am Anfang gleich provozieren. Aber bei normalen Gefangenen ist es immer, wir machen es einfach mal. Denn sie haben es auch mal gesehen. Ne? Ordne eine sofortige Durchsuchung aller Zellen an. Das wird deinen Inhaftierten allerdings gar nicht gefallen. Nee, das stimmt. Das machen wir mal. 34 Plätze werden durchsucht. Und mal schauen, ob wir da etwas. Etwas haben reinschmuggeln lassen. Und in der Zwischenzeit können wir ja schon mal. Wo sind sie? Die sehe ich auch immer nicht. Da, Metalldetektor aufstellen. 1, 2, 3. Und natürlich brauchen wir dann auch da hat jemand gleich Alkohol reingebracht. Wer war es? Wer hat Alkohol reingebracht? Hey! Johnson hat gleich keine Lust mehr. Robinson hat da Alkohol reingebracht. Drogen mit reingebracht. Nicht nur Alkohol. Sauerei. Was kriegt er? Er kriegt Einzelkost. Das ist schwierig. Haben, sondern nur in eine Isolationszelle. Ich glaube nicht, dass sie ihn da reinbringen werden.
war er der Einzige gewesen, der was reingemacht hat. Ja, Robinson war der Einzige. Doch, die Isolationszelle reicht aus. Tja, selbst schuld, hättest du den Alkohol mal draußen gelassen. So, da kommen die ersten Metalldetektoren an. Vielleicht gibt's Essen in einer halben Stunde. Dann werden sie einmal hier rüber geführt. Auch hier werde ich später, vielleicht sogar jetzt schon, wir haben ein bisschen Geld momentan, den Metalldetektor anbringen. Aus dem einfachen Grund, dass hier aus einem viel zu viel Abgang ist. Sachen rausschleppen können, nämlich, kann man noch nicht gucken, aber Messer, Gabeln und was weiß ich nicht alles können die hier anschleppen. Und das muss ja nicht sein. Das können wir gleich feststellen, indem sie dann durchlaufen und dann untersucht werden, wenn sie das angeschleppt haben. Ja, du musst noch eine Stunde warten, bis du essen gehen kannst, ne? Und du wirst nicht mehr essen können. Das tut mir sehr leid. Wir haben eh nicht genug Essen anscheinend. War der Koch zu langsam? Oder die Köche? Na, wer geht denn? Drei Mahlzeiten haben wir. Wer kommt zuerst? Na, eins, zwei, drei. Ja, Pech gehabt. Der Rest muss hungern. Bis heute Abend. Nee, müssen wir fleißiger kochen hier, Mensch. Sauerei. Sauerei. Na, und hier sieht man, wie es langsam der Nebel sich ausbreitet. Hasch. Weil hier keiner ist, der da reinschaut. Hier wird der Strom angeliefert. Was willst du? Ach, das Metalldetektor ist da aufgebaut. Gut. Haben wir das auch. Hier haben wir momentan unser Geld. Wir bekommen für die Gefangenen 100 pro Gefangenen macht 900 Euro plus 2000 Fördergelder macht 2,9, haben momentan 1800 Kosten, macht 1045 plus pro Tag. Ja, das wird steigen, indem wir hier dann irgendwann ohne Zwischenfälle zurechtkommen, bekommen wir auch noch Geld nachher. Für jeden Tag mehr. Jetzt können wir erstmal unseren Sicherheitschef einstellen. Welches Büro möchte er haben? Dann bekommt der Vorarbeiter nachher das Ruder. Zack, und jetzt sehen wir auch hier die Gefahrenstufe. Momentan ist die Gefahrenstufe low, weil drei sagen, ihnen geht's gut. Zwei sagen, sie wurden vor kurzem unnötig gesucht. Das heißt, das bedeutet dann negativ für die Gefahrenstufe. Gut, ich würde sagen, für diese Folge, wir haben unser Gefängnis zum Laufen gebracht. Wir müssen jetzt langsam anfangen, nach und nach auszubauen. Die Zellen müssen dann nach und nach gebaut werden. Wir müssen dann langsam mal zeigen, dass wir unsere Programme auf die Reihe bekommen. Nämlich, was relativ schnell zu machen ist, ist die Alkoholikertherapie. Und die, wo haben wir es? Verhaltenstherapie. Das sind die zwei relativ einfachen Sachen, die man schnell machen kann. Das macht beides der Psychologe. Einmal in seinem Büro und einmal in einem Gruppenraum, den wir sowieso gleich bauen wollten. Ja, den wollten wir hier oben setzen. Und dann haben wir die zwei schon mal abgehakt. Kostet natürlich Geld. Aber die Gruppentherapie für Alkoholiker ist relativ sinnvoll, denn wenn wir Alkoholiker, wir hatten ja mindestens einen, nee, wer war es hier nochmal, der den Alkohol reingeschmuggelt hat, der wird auch Alkoholiker sein dementsprechend und der wird sich den Alkohol auch immer von hier irgendwie einsammeln und der wird dann aggressiv werden und der wird andere mit seinem Alkohol versorgen, dann bekommen wir irgendwann ein Massenproblem mit Alkoholkonsum, die werden aggressiv und machen dann Theater und das wollen wir vermeiden und deshalb werden wir die Gruppentherapie dann dementsprechend schnell starten. Ja.
Aber das machen wir jetzt in der nächsten Folge, denn die 15 Minuten sind rum für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Prison Architect. Ciao, ciao.